Willkommen zurück zu einer weiteren fettleibigen Folge South Park Snow Day mit einem Mann, der sagt, ich habe innen fett wie blöde. Kreis. Ja, nicht nur innen, auch außen. Ich habe auch was in den Füßen. In den Füßen habe ich auch ein bisschen fett. Guck mal, hier liegt ein toter Cartman rum. Andere lagern da Wasser ab, aber ich nehme das Gute. Ich lager Schmalz dort unten ab. Ich habe Schmalzdrüsen. Die alten Drüsen, aber jetzt wow, sind doch eher Spieler 2, du hast Ende der Mission eine Materie mitgenommen. Da hätte ja noch jetzt voll die lange Katzen kommen können. Nee. Alter, wie viel Klopapier und alles. Drohnen und vorbereiteter Angriff. Ja doch, krass, da kommt jetzt noch was. Okay, wie war euer Abendessen? Oh, ich bin so voll, ich hab zu viel gegessen. Okay, cool. Zurück zum Spiel. Ich glaube, wir wollten gemeinsam gegen Mr. Henke kämpfen, oder? Fick dich, Cartman. Wir spielen nicht mehr mit dir. Ja, du wolltest uns alle umbringen. Du bist raus. Tja, ihr könnt mich nicht rauswerfen. Ich bin der große Zauberer. Und? Ihr braucht meine Hilfe. Du wirst aber nicht helfen, weil du immer noch nicht zurück zur Schule willst. Er hat recht. Du hast deutlich gesagt, nie wieder zur Schule zu wollen. Tja, ich habe mich umentschieden. In Wahrheit ist nichts davon meine Schuld. Wir wissen doch alle, wessen Schuld es ist. Das war eine Shitshow an Regelverstößen und Stan und ich stecken beide drin. Beim Neuling war es die ganze Zeit nicht anders. Wir müssen Mr. Henke und den Sturm aufhalten. Vielleicht fühlt sich Eric schlecht und will alles wieder gut machen. Lasst ihn mitspielen. Er will nur mitmachen, damit er uns wieder verraten kann. Ich will mitmachen, weil das die Regeln sind. Der Verliererclan muss sich dem Sieger anschließen, oder nicht? Deine Regel, Kyle. Und ich weiß, wie wichtig Regeln sind. Denn wenn man keine Regeln hat, wird der Neuling wie immer das Spiel ruinieren. Da hat er nicht Unrecht. Genug geredet. Halten wir Mr. Henke auf, bevor noch mehr sterben. Alter, die Klöten an meinem Kinn, ne? Die mächtigen Klöten. Gibt's eigentlich noch irgendwas Cooles Neues bei den Outfits? Nochmal umziehen? Neue Kleidung gefällig? Ich kann da gar nicht hin. Kannst du da hin? Du willst reden? Ich hab nichts zu sagen. Nö. Twig und ich führen den Laden gemeinsam. Er macht die Finanzen. Merkwürdig. Ich drück Kenny, kannst die du Taste Mr. Henkes Anhänger verzaubern oder so? Meine Zauberkopfchen können mir einen Schiffdruck aufhalten, gucken will. Warum gibt es sie überhaupt? Aber ich habe nur 20... Ich kriege irgendwie keine Platin-Points mehr. Bleib ich bei der Kanone? Zeig sie, Neuling. Ich habe 70 Platin-Points sogar. Ich kriege irgendwie keine. Schau, das Land Saron. Oh, jetzt geht's ab in den Höllencode. Aber gibt's neue Kräfte oder so? Ja, eine Drohne. Nee, ne? Doch, eine Hallo, Drohne. Neuling. Aber die explodiert halt. Ich weiß halt nicht, wie stark die ist. Keine Ahnung, Drohne oder Kanone. Aber die Totem behalte ich auf jeden Fall. Ja, ich hab meine Kanone mal behalten. Ich finde die einfach lässig. Ich nehme mal die Drohne mit. Bei Müffeln war ja auch ziemlich lässig, ne? Ja, Müffeln war auch ganz geil, aber ich will's mal austesten einfach. Der große Zauberer hat sich von seinem vorübergehenden, aber nachvollziehbaren Wahnsinn erholt und der Angriff auf Mr. Hankys Festung kann beginnen. Welche Schrecken erwarten uns in den Ruinen des Höllenpasses? Die Ruinen! Ist das Code auf dem Gebäude gewesen? Ja, ich glaube, dunkle Materie. Wir wollen den Herrn der dunklen Materie sehen! Komm raus, Mr. Henke! Schluss mit Verstecken! Heidi? Mr. Henke, warum tun Sie das? Sie waren doch unser Freund. Ja, bis ihr mich aus der Stadt geworfen und gecancelt habt. Ich wurde ausgestoßen. Dabei habe ich doch nur Ambien genommen und ein paar schlechte Witze getweetet. Die waren nicht nur schlecht, die waren echt rassistisch und homophob. Und ziemlich lustig. Das Schlimmste ist, dass ihr Jungs nicht für mich da wart. Meine eigenen Freunde haben mir den Rücken zugekehrt. Nö. Nein, sie haben uns den Rücken zugekehrt, Mr. Henke. Sie werden South Park nicht weiter zerstören. Machen Sie den Zauber rückgängig. Beenden Sie diesen Winter. Sonst werden wir ihn selbst beenden. Es ist zu spät. Die gesamte Stadt und alle darin haben die dunkle Materie gekostet. Ich habe jetzt die Kontrolle. Ich brauchte nur einen von euch, um meine dunkle Magie zu benutzen und ihre Kraft zu verstärken. Ich hatte ja auf Stan gesetzt, aber der hat es verbockt und ich musste mich mit diesem lahmen Neuling begnügen. Schaut nur, wie dieser kleine Scheißer aussieht mit seinem dummen Gesicht. Voll lahm. Aber mit meiner Hilfe ist der Neuling absolut OP geworden mit dunkler Weihnachtsmagie. Außerdem, du weißt, dass dich diese Jungs nur benutzen, oder?
Was? Tun wir nicht? Hey, sie hatten ihre Chance. Fick dich, Stan! Als hätte er den Geist der Weihnacht komplett verloren. Die letzte Schlacht beginnt jetzt. Mit diesen Karten. Ja, mein Gehirn ist voll mit Kacke. Alter, der Dunkelpriester. Es gibt keine Wiederholungen. Also denk gut greift über uns jetzt Karten an. Lest meine Klöten sind schon lässig, Bibel? Ne? In Levikotus 2 steht, und Halleluja, Jesus hat geschissen. Levikotus? Nee, das gibt's nicht. So steht es in der ungekürzten Fassung. Soll es heißen, Mr. Henke, der Weihnachtsgut kommt aus Jesus' Arschloch? Heilige Scheiße. Der heiligsten Fassung. Das ist die Macht, mit der du es zu tun hast. Hüte dich vor seinem Zorn. Oh Gott. Such dir eine aus. Ich nehme mal nukleare Soße. Ich nehme Napalm. Ja, und ich nehme Dina. Also, was haben wir hier, Leute? Seht euch das an. Fresst das. Oh, ja. Und Karten, die unsere Magie verstärken. Ja, ich verstehe. Und siehe da. Sprengladung. Recht auf Erlösung. Spar nicht an Pfeilen. Klirrende Kälte. Boah, Läuse. Blablabla. Warum dürfen die drei haben? Kommen wir in die Hölle? Hey, Neuling, glaube nicht, was Mr. Henke gesagt hat, dass wir dich benutzen und so. Ja, wir benutzen dich nicht, wir sind Freunde. Ja, weil wir Freunde sind und nicht, weil du viel mächtiger bist als wir alle. Okay, gut, also wirst du Mr. Henke für uns töten? Die Eier. Das ist das Höllenpass-Krankenhaus, Neuling. Whistling Willy. Mr. Henke muss hier irgendwo sein. Das Höllenpass-Krankenhaus. Ja. Wir trennen uns in zwei Teams. Team A wird rausgehen und den Generator wieder aktivieren, während Team B mit Decken und Kakao eine Folge Matlock schauen wird oder sowas, ne? Kenny, du bist Team A. Der Rest ja. Team B. Mann, die alten Folgen. Leider sagen die ja von sich selbst, dass sie die alten Folgen. Ist das, kann man da rein? Dass sie die alten Folgen heutzutage nie wieder produzieren würden, weil es ihnen echt peinlich ist. Dabei waren die so genial. Ja. Und diese Mr. Henke-Nummer hier ist ja nur eine Anspielung auf Roseanne. Ne? Die hat ja auch so Kram getwittert und dann war sie weg. Da war es vorbei für Roseanne. Da hat sie gesagt, ich war voll auf Droge und Rotwein. Ja, kam nie wieder zurück. Die wurde jetzt sofort aus der Show gestrichen und Leben vorbei. Jetzt muss sie mit ihren 140 Millionen im Exil leben. Schade. Ja. Kann jetzt alt und fett werden. Oder in dem Fall nur alt. Wir haben auf dich gewartet, Neuling. Aber Roseanne war nie so mein Ding. Ich weiß nicht. Leviticus Burn. Leviticus. Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Da oben ist eine Kanone, wenn irgendwo ein Bällchen ist. Da unten ist irgendwie ein Laden. Jo, da kann man rein. Im Krankenhaus hier unten. Aber stell dir mal vor, so ein South Park-Game mit mehr Budget und so. Weißt du, mal so richtig schöne, große Produktion. Aber in der Optik, ich mag die Optik. Ich finde die geil. Ja, ich hab da auch nichts gegen. Darf es halt nicht mit den anderen vergleichen, weil es halt wirklich ein eigenständiges Game ist, ne? Das ist halt der Fehler, ja, den machen viele aber trotzdem machen. Alle, ja, ja. Ey, hier oben ist noch Dings, ne? Ja, wir müssen hier nach oben. Nein, hier nach oben, hier hinten oben. Ist das eine Karte? Hier gibt's dunkle Mächte. Dunkle Mächte DLC? Ich komme mit dunklen Gaben. Was gibt's denn hier? Erhöht die Stufe all deine Upgrades um 1, erhöht die Seltenheit der Karte Napalm. Ja, nehme ich mir das hier. Stärke, eine gute Wahl. Guck mal, hier steht eine Kanone und da links ist eine Kiste im Eis, aber wir haben keine Kanonenkugel. Na, irgendwo wird eine liegen, ne? Oh, hier. Hast du eine? Ja. Ja, unten war ich auch drin, aber da ist nichts im Krankenhaus. Guck mal, hier ist noch eine Kiste im Eis.
die meine ich doch. Achso, da oben war doch noch irgendwas, was man abschießen kann. Oder nicht? Nee. Nee, das sah nur so aus. Weil ja alles so mit blauem Eis bedeckt ist. Das könnte eine Upgrade-Kiste sein, ja. 4 Schaden pro Sekunde. Warte mal, hier geht's auch nochmal weiter, oder? Ob die Kiste war? Ah, nee. Nee, da ist nix. Weil ich find die Optik echt nice. Mir gefällt das. Ich finde nicht, dass es ein hässliches Spiel ist. Ja, ich mag das Spiel auch. Es macht viel Spaß. Viele Leute, ist halt, es wird direkt gecancelt halt. Weißt ja, du? Es wird direkt gecancelt. Ist nicht wie die alten, will ich nicht. Ich will das alte Spiel, aber mach mal ein neues. Und dann, wenn es draußen ist, immer wieder den gleichen Kram jedes Jahr aufwerben. Schön Geld verdienen. So kann man es auch machen. Sag ja, heutzutage kannst du nicht mehr gewinnen. Also ich will kein Content Creator sein. Nee. Alter, wenn wir beide hier so Napalm-mäßig drauf Shooter dashen, ne? Boah, hier kannst du rein. Ja, ich bekämpfe erstmal diese scheiß Bogenschützen hier, die mich festkoten. Ich lebe irgendwie in der Luft. Komm nicht weg. Kann ich hier den Laster hoch? Boah, da hinten ist eine Schneewand. Oder der Sturm. Ah, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ätzend. Oh, jetzt gibt's auch noch einen kleinen Bull. Na, oh, jetzt schippen die voll den Bull rein. Wieder die Kackfalle. Oh, das hier ist vielleicht mein Favorit. Das nervt, das nervt, das nervt. Mr. Henke, hör auf damit. Boah, Kackbomben von überall. Diese Stuhlbomben. Heidi Ho, oh, Neuling! Du willst dich mit mir anlegen? Oh. Du bist jetzt in meinem Haus! Das ist mein Haus, Alter. Das ist mein Haus. Lösch die Flammen im tiefen Schnee! Na, er macht halt richtig Bullshit hier, ne? Ich stehe in Flammen! Au, das hat wehgetan! Und burn! Was, der will meine Füße ausschalten? Der geht auf Füße und auf Mutter. Und der da. Perfekte Pyromane. Wie ist eigentlich die Drohne? Na gut, die fliegt hin und explodiert, ne? Aber so richtig macht krasse die, Action. Macht die richtig Wams? Wahrscheinlich braucht man erstmal ein paar saftige Upgrades, ne? Ja, wie immer. Guck mal, hier ist irgendwie so Irish Music, die sagt, ich klau dir deine Einnahmen. Hä, kann man da irgendwie hoch? Aber man kann hier noch in den Fahrstuhl rein, aber da gibt's keinen Weg. Für ein bisschen irische Fahrstuhltanzmusik. Schön Irish Dance, ne? Was ist das für eine Kiste hier? Ne? Hier so eine Lunchbox. Alte Lunchbox deiner Mutter. Hier noch was hinterm... Ne. Wow! Nein, jetzt bin ich wieder runterge... Stiberdashed. Huh? Alter, ich konnte da hochklettern. Seitdem ich mir diese Kreis-Industry-Affen-DNA ins Skrotum gespritzt habe, habe ich ganz neue Fähigkeiten. Ja, die schmeckt, sag ich dir. Die mundet. Die macht glücklich auch. Weißt du, weil man einfach nicht mehr so viel nachdenken muss. Ja, ja. Studien zufolge, nach wer weniger gehen? Denkt, hat mehr Glück. Mit einem Upgrade? Oh, hier hinten ist auch noch was. Oh. Aber hier ist ein Jimmy. Ja, weil wieder alles an Toilet Paper holen, damit wir maximal upgraden können. So, dann gehen wir mal zum alten Jim. Ich habe hier eine tolle Auswahl, wenn ich das mal so sagen darf. Jimmy Rimmy. Oh, alte Explosionswelle, legendär, Stufe 1. Lebe wohl. Des heiligen Magnus Ananus. Verrücktes Wetter da draußen, siehst du das? Ich hab Jesus. Blut mit. Ich hab Jesus Spice eben gerade bekommen. Jesus Spice.
Jesus, seine Darmbakterien sind nämlich die wertvollsten, die es überhaupt gibt. Wir müssen hier hoch. Aber hier kommen Gegner. Boah, Alter, was habe ich jetzt für einen super Flammenwerfer? Wo bist denn du hin? Hier unten ist nämlich noch voll die Action. Ja, ja, ich bin aber nach oben gegangen. Hier war noch eine Kiste mit dunkler Materie und so. Kann man so eine Scheibe zerlegen? Weil hier hinter dem Glas ist auch noch eine Kiste. Boah, Alter, hier oben ist noch viel mehr. Hier sind noch mehr Kisten mit Materie und... Ja, hier ist auch noch was. Und auch oben. In die andere Richtung ist ein richtiges Riesenkrankenhaus hier. Hier kann man sogar wieder runterspringen. Du bist quasi da hoch, wo ich auch hoch bin. Ja, aber du bist ja nicht auf die andere Seite durch, oder? Ich bin ja einmal hier oben rum. Bist du hier lang? Nee, hier war ich noch nicht. Guck mal, da drüben ist auch noch was. Hier auf der Kante. Oh, da oben. Boah. Mega dicke Kiste, du. Hier gibt's viel Zeug. Ist richtig viel Kram. Da unten, guck mal, da ist noch eine lila Kiste hier. Alter. Crazy. Machataterie. Dass man hier wieder alles rauswarmen kann. Ja. Brauchst du nur das Level hier grinden? Ja, eigentlich schon. Aber Henrietta gibt einfach... Boah, jetzt bin ich wieder runterge... Henrietta gibt krass viel. Man muss sogar hier hoch. Ja, dann wahrscheinlich durchs Loch, ne? Ja, ja. Hey, warte mal. Wow. Hä, bist du dann da hinten durchs Loch? Was ist denn das für ein Loch, wenn du gar nicht da hinten warst? Boah, das ist nochmal voll der Bereich. Yo, komm mal zurück. Ist auch nochmal Kram. Ich glaube, da müssen wir jetzt eh hin, oder? Ja? Nee. Das ist ein Bonus. Wir müssen ja nach oben und ich bin ja runter durchs Loch. Das ist Bonus hier hinten. Hier oben liegt auch viel Bonus. Mal richtig den Bonuszapfen gestrichen. Hey, ich krieg gar nicht mehr angezeigt, wo ihr seid immer und so. Ah, da. Siehst du mich? Ja, hier musst du ins Loch rein. Wenn du zu mir runterkommst, musst du noch eine Ebene runter. Ja, aber ich komm nicht mehr. Oh. Da ist so eine blöde Luftmatratzen-Scheiße, die mich immer hochpusht. So, jetzt komm mit. Jetzt gehst du da hinten rum und springst hinten ins Loch rein. Da habe ich nochmal irgendwie voll viele Kisten geöffnet. Hier. Ja, was geht hier ab? Ja, sag ich ja, da war nochmal voll viel Zeug drin. Richtig verwöhnt. Rausch der Materie. Ich muss schon wieder niesen. Da kommt was, ne? Ja, ich bin nur am Husten, am Niesen, keine Ahnung. Aber du musst deinen alten Leib irgendwie zusammenhalten, denn du weißt, du musst Let's Play. Ja. Du Let's Playst immerhin um dein Leben. Hä? Wo ist der hin? Guck mal, was ich jetzt für einen Flammenstrahl habe, für einen fetten. Das ist richtig die Düse. Oh, hier ist eine seltene Karte. Also, eine Karte. Könnte auch ultra selten oder so sein. Seltene Kiste oder was? Ja, hier in dem Raum, wo ich bin, sind mehrere Kisten. Ist doch schon wieder hier drüben. Da war was und hier hinten in der Ecke lag noch ein Upgrade. Also hier irgendwo, bei hier in dem. Yes, ich berausche mich. Guck mal, was ich für eine Reichweite im Flammenwerfer habe. Siehst du das? Ja, ja. Ich wusste, am Ende werden wir gegen Dinge kämpfen. Oh, da war noch eine Upgrade-Karte. Alter, nochmal. Drei. Ey, das ist der Super-Flammenwerfer.
Ja, meine hinterlassen halt auch übelst Brandflecken. Ja, das macht meine auch, aber jetzt habe ich noch diesen Reichweiten-Bonus. Reichweiten-Bonus. Ich kann den da oben wahrscheinlich treffen, wenn ich ein bisschen näher ran. Boah, Eisschuss. Bin ich richtig der Fernkampfminister. Alter, hier sind überall Materiekisten und so. Ja, ja, das ist der ultimative Grind. Kumpel, mir ist gerade was klar geworden. Dunkle Magie ist scheiße. Die ganze Zeit über. Oh, ich hab eine Upgrade-Kiste. Tja, ich hab einfach versucht, nicht daran zu denken. Mann, das ist so eklig. Nicht so eklig wie die Rückkehr in die Schule. Bäh. Hast du die Karte? Ja. Ich krieg auch nur die Zauberstabflammen, weil das, glaube ich, das einzige scheiße. Upgrade ist, was ich hab, ey. Oh, hier unten ist auch noch Kisten. Klopapier und Kram. Klopapier und so ein Kram, ey. Oh, Krami. Keine Chance gegen den Ultraflammenwerfer. Gib ihm mal Drohne. Gerade wild übergeben. Na, weil der dich eingestuhlt hat oder so. Da drüben ist ja nochmal eine Kiste. Hab ich noch gar nicht gelootet. Du kannst nicht ständig in Pfeile rennen und überleben, du Depp. Aber die Folge ist auch schon wieder rum, ne? Ja, wir sind gerade mitten im Fight. Achso, ja, hier kommen ja nochmal Gegner. Die kloppen wir jetzt noch. Vergesst mich nicht. Wie er vor der Drohne wegrennt, der eine. Oh, die Drohne fetzt aber, ne? Ja. 35 Damage gerade gemacht oder so. Bull? Na, jetzt noch Bullshit? Wir haben doch schon die Hälfte der Leute. Oh, oh, da noch mal Kackfallen. Nee. Da, da muss kommt jemand Boller machen. Hier liegt ein Upgrade. Wo ist hier? Ah, da hinten, wo ich sehe es. Kurming. Unglaublich. Boah, Alter, die Flamme wird immer stärker. Ja? Ich krieg auch nur Flammen-Upgrades. Sieg. So, Leute. Weiter geht's. Beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Da oben ist noch eine Kiste. Auf Wiedersehen und... Tschüss!